Wir wollen uns heute das Upcache-Poisoning nochmal vor Augen führen. Dazu haben wir hier einen Testaufbau mit drei Rechnern. Zum einen haben wir eine Windows-Maschine, die wir hier sehen mit einem hellblauen Hintergrundbild. Und diese Maschine ist die Maschine, die dem Opfer gehört. Also hier soll das Upcache-Poisoning seine Wirkung entfalten. Darüber hinaus haben wir eine Maschine, die als Gateway fungiert. Also über dieses Gateway würde im Normalfall die Opfermaschine direkt das Internet erreichen und der Verkehr würde eben über diese Gateway-Maschine laufen. Und als dritte Maschine haben wir die Maschine des Angreifers, die hier an diesen beiden Shell-Terminals erkennbar ist. Und die Idee ist jetzt zunächst mal zu zeigen, wie der reguläre Fall aussieht. Dazu gehen wir nochmal auf die Maschine des Opfers. Wir schauen uns den Upcache zu Beginn an und sehen, dieser Upcache ist leer. Ja. Das gleiche können wir jetzt auf dem Gateway machen. Und hier habe ich links bereits einen Befehl gestartet, der alle 2 Sekunden die ARP-Table ausgibt, oder den Upcache ausgibt. Und dieser Upcache ist halt auch hier entsprechend leer. Im regulären Fall würde die Opfermaschine jetzt einfach versuchen, einen ARP-Request abzusetzen. Wir können das Ganze mal motivieren, indem wir einen Ping absetzen. Also wir versuchen, ICMP-Verkehr zu provozieren und das eben auf die IP-Adresse des Gateways. Und bevor dieser ICMP-Verkehr eben stattfinden kann, muss das Betriebssystem eine ARP-Auflösung entsprechend machen. In der Folge, das schauen wir uns jetzt an, ist also unser ARP-Cache gefüllt. Das heißt, wir sehen hier, dass im ARP-Cache auf der Opfermaschine die IP-Adresse des Gateways, die 172.19.16.19.1, einer Ethernet-Adresse zugeordnet ist, 0800.27.26.96.04. Jetzt wechseln wir mal auf das Gateway und auf dem Gateway sehen wir jetzt auch einen Eintrag im ARP-Cache. Und hier sehen wir jetzt die IP-Adresse der Opfermaschine, die sich eben nur hier in dem letzten Oktett von der des Gateways unterscheidet. Und wir sehen auch hier eine Ethernet-Adresse zugeordnet 0800.27.86.E3.2D. In dem Fall hat die Kommunikation also ganz normal stattgefunden. Es wurde mit dem Gateway oder über das Gateway kommuniziert. Wir wechseln nun auf die Maschine des Angreifers und wir machen hier in diesen beiden Fenstern 2 verschiedene Dinge. Zunächst mal starten wir einen TCP-Dump-Befehl, der uns jeglichen ARP-Verkehr ausgeben soll. Das heißt, wir wollen einmal sehen, welcher ARP-Verkehr denn hier tatsächlich auf die Leitung gelegt wird oder mitgeschnitten wird. Das ist eigentlich nur, um zu kontrollieren, ob das, was wir in dem Angriff machen wollen, auch tatsächlich passiert. Und das machen wir im linken Fenster. Und im rechten Fenster werden wir jetzt den von uns vorbereiteten Code zum ARP-Poisoning entsprechend starten. Wir schauen da nochmal kurz rein. Das ist das Python-Skript, was eben auch in der Vorlesung durchgeschaut wurde. Und im Kern geht es eben darum, im Inneren dieser Schleife 2 ARP-Responses zu verschicken, die eben sowohl das Gateway als auch die Opfermaschine in dem Glauben lassen, dass der jeweilige Gegenüber nun mit der Ethernet-Adresse des Angreifers versehen werden soll. Wenn wir das hier entsprechend starten, dann sehen wir jetzt, dass eben in dieser Schleife immer wieder ARP-Pakete verschickt werden. Im linken Fenster sehen wir, dass diese beiden ARP-Pakete pro Iteration rausgeschickt werden. Und wir sehen hier, dass als Ethernet-Adresse etwas verwendet wird, was eben auf 6666 endet. Und das lassen wir jetzt einfach weiterlaufen und wechseln jetzt eben wieder rüber, einmal auf die Opfermaschine. Schauen uns hier den ARP-Cache nochmal an. Der ARP-Cache ist jetzt hier mittlerweile leer. Das liegt einfach daran, dass wir ein bisschen zu lange gewartet haben. Wir können nochmal eben uns auf dem Gateway das Ganze anschauen. Auf dem Gateway lag dieser ARP-Eintrag noch vor und wir sehen, er ist eben abgeändert worden auf 6666. Wir können jetzt auf der Opfermaschine nochmal so einen Ping-Befehl absetzen und sehen eben dann in der Folge, dass auch hier wieder ein ARP-Cache-Eintrag vorliegt und dieser ARP-Cache-Eintrag ist jetzt eben tatsächlich auch so modifiziert, dass er hier auf 6666 endet. Das heißt, in diesem Fall haben wir das ARP-Cache-Poisoning erfolgreich etablieren können. Jeglicher Verkehr, der jetzt hier von dieser Maschine ausgeht, wird also nicht direkt auf das Gateway geleitet, sondern wird auf jeden Fall über die Angreifermaschine umgeleitet. Und damit haben wir eben die Möglichkeit, solange dieser Verkehr nicht verschlüsselt ist, diesen Verkehr auch entsprechend einzusehen, mitzuschneiden und möglicherweise Passwörter daraus mitzuschneiden.